Dann wünsche ich mir dann doch wieder, dass alle Menschen auf der Welt so denken würden wie die Veganer, denn dann hätten wir keinen Krieg und dann hätten wir kein Leid. Aber absolut. Hätten Sie denn Interesse daran, sich damit ein bisschen intensiver zu befassen? Nee. Hi Asma, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du diese Szenen siehst? Also eigentlich sollte sowas eigentlich nicht gemacht werden, oder? Also wenn ich das so sehe, ist es so, weiß nicht, Tierquälerei halt. Tierquälerei. Isst du selber Fleisch? Ja. Siehst du? Ja, ich verstehe das schon. Das ist halt, man ist halt aufgewachsen, die Eltern haben einen, sag ich mal, erzogen und man hat halt gegrillt im Sommer, dann fängt man an Fleisch zu essen, dann schmeckt es einem. Ja. Man isst halt weiter Fleisch und denkt halt nicht so groß darüber nach. Genau, man wächst so auf, ne? Man hinterfragt es nicht wirklich. Aber was, wenn du das so siehst, möchtest du dazu weiterhin beitragen? Also ich würde eigentlich nicht gerne dazu beitragen, nee. Wenn Sie das sehen und dann gleichzeitig Fleisch konsumieren, empfinden Sie das als Widerspruch? Nein, weil ich weiß, dass es eine andere Möglichkeit gibt, die Tiere zu töten. Es gibt bei uns in der Nähe einen Versuch, wo ein Landwirt die Tiere erschießt, und zwar ohne Vorwarnung, also so, dass die Tiere das nicht mitbekommen. Das Fleisch wird auf der Wiese. Das Fleisch wird dann verkauft. Das finde ich eigentlich eine gute Geschichte. Und das andere, wenn wir eine Kuh verkauft haben bei uns, ja, habe ich meinen Vater gefragt, und was empfindest du dabei? Dann hat er gesagt, ja, wenn die Kuh weggeht nach 15, 18 Jahren, dann bin ich immer traurig. Bist du selber Fleischesser? Ja, bin ich. Das Ding ist aber, ich habe den Plan, das in den nächsten Wochen zu reduzieren. Okay, wie kommt's? Ja, eben durch so Aufnahmen, die ich da sehe, wenn man sieht, wie viel Medikamente in die Tiere reingepumpt wird, wie unter welchen Bedingungen die sterben oder getötet werden, sage ich jetzt mal, das kann alles nicht gesund sein. Und ich glaube auch, dass es sehr gut ist. Ich mache das jetzt nicht nur wegen Tierschutz, sondern auch, damit ich selbst körperlich in einer besseren Verfassung bin, denke ich schon, dass gesunde vegetarische oder vielleicht sogar vegane Ernährung da ein Mittel zu sein kann. Glauben Sie denn, dass wir Tiere schlachten oder essen müssen? Ich bin kein Experte für Ernährung. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon notwendig ist, Fleisch zu essen, weil ich dann Ersatzstoffe brauche, wenn ich es nicht esse, die auch nicht immer unbedingt jetzt vielleicht so gesund sind. Oder wer sagt mir denn, dass Pflanzen nichts empfinden und nichts fühlen und nur Tiere und Menschen? Okay. Haben Sie sich damit mal beschäftigt, tiefer, mit Pflanzen? Nee, beschäftigt habe ich mich nicht damit, aber das Thema kommt natürlich immer wieder, vor allen Dingen, weil bei uns in der Nachbarschaft einige Veganer sind und einige Vegetarier. Okay, Pflanzen demonstrieren intelligentes Verhalten. Das hat aber jetzt nicht direkt was mit bewusstem Verhalten zu tun oder mit Empfindungsfähigkeit zu tun, ne? Das konnte bisher noch in keiner Studie nachgewiesen werden und das wird in Artikeln immer ganz gerne fehlinterpretiert. Aber selbst wenn Pflanzen Bewusstsein hätten, ne, wenn Pflanzen genau wie Tiere auch leiden könnten, würden wir doch quasi weniger Schaden erzeugen, wenn wir die Pflanzen direkt für unser Überleben konsumieren würden, als wenn wir sie zuerst den Tieren geben und dann die Tiere töten. Und es wäre besser für unseren Planeten, wenn wir weniger Fleisch essen würden. Absolut, oder kein Fleisch? Nee, so weit gehe ich nicht. Okay, was genau hält Sie davon ab? Mir schmeckt's. Okay, also werten Sie quasi Geschmack über Leben? Ja, nee, so kann man dann die Frage nicht stellen. Warum nicht? Das wäre dann alles übersimplifiziert. Was genau hält dich denn jetzt davon ab, Fleisch aufzugeben? Ich nehme mal an, das ist jetzt nicht so eine einfache Entscheidung, oder? Das wäre bei mir eigentlich keine einfache Entscheidung. Nur ist halt, dann sitzt man bei Freunden, irgendjemand kauft Fleisch und dann isst man halt was mit. Also jetzt nicht so, dass ich mir selber das Fleisch kaufen würde, aber wenn es halt da ist, dann esse ich es dann halt auch. Und dann denke ich halt auch nicht drüber nach in dem Moment, weil es, weiß nicht. Okay, aber du selber kaufst kein Fleisch? Eigentlich nicht so, ne. Eigentlich? Ich bin ehrlich. Okay. Ich esse lieber Schokolade. Okay, Schokolade. Nun, weil zu einer ausgewogenen Ernährung, nach meinem Kenntnisstand, auch Fleisch dazugehört. Also was können wir aus Fleisch bekommen, was wir sonst nicht bekommen können? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Wer hätte es gedacht? B12-Spritzen und Supplemente. Ganze 90% der weltweit hergestellten B12-Supplemente werden den Tieren ins Futter gemischt. Und woher bekommen Menschen heute ihr B12? Entweder man mengt den Tieren B12-Supplemente ins Futter, dann hackt man die Tiere in Scheiben und dann filtert man das B12 aus deren Leichenteilen.
oder man nimmt die Supplemente einfach selbst und erspart sich den Umweg mit dem Hacken. Also würden Sie aber die Grausamkeit gibt es ja auch im Tierreich. Richtig, aber Tiere töten ja nur mal, um zu überleben. Ne? Und die haben auch nicht die Voraussetzungen im Gehirn, die kognitiven Fähigkeiten, Logik und Moral zu verstehen, wie wir Menschen das tun. Was sagen Sie dazu? Wenn ich Ihnen sage, dass alle diese Aktivisten, die hier rumstehen, dass wir alle vegan leben, seit mehreren Jahren, und dass wir alle noch gesund sind und leben? Dann muss ich zuerst mal sagen, ich verstehe zwar die vegane Lebensweise, und es ist auch gut, dass ein Teil der Menschheit auf Fleisch verzichtet, weil es insgesamt unserem Planeten schadet. Trotzdem glaube ich, dass Fleisch dazugehört, aber die Veganer so militant und religiös dieses Ziel verfolgen, dass man schon fast unter dem Eindruck steht, sie gehören einer Sekte an. Religiös, sagen Sie. Inwiefern ist Veganismus in Ihrer Einschätzung nach religiös zu bewerten? Indem, dass Sie es mehr als eine Glaubensfrage betrachten und die Freiheiten anderen Menschen, dass die essen wollen und können, was sie wollen, nicht zugestehen. Okay. Okay, dann habe ich eine interessante Frage für Sie. Das ist quasi die Kernfrage der Veganer. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier, der im Fall des Nichtvorhandenseins auch Menschenschlachtung rechtfertigen würde? Ja, wo war das? Irgendwo im Internet habe ich das gesehen. Ja, die Tiere unterhalten sich darüber, man soll Menschen schlachten. Wie gesagt, in meiner Glaubenswelt, in meinem Weltbild sind die Tiere dem Menschen untertan. Ich muss zwar einen respektvollen Umgang mit den Tieren pflegen. Ich nehme wieder meinen Vater als Vorbild und sage, dem hat es immer wehgetan, wenn er eine Kuh verkauft hat. Trotzdem steht der Mensch evolutionsmäßig über dem Tier und ist auch, ja, das höchste Gut der Schöpfung. Das heißt, Ihr Vater hatte Mitgefühl mit den Kühen, für die Kühe? Ja. Die Frage ist ja dann, warum würde er sie dann überhaupt verkaufen, wenn es nicht für unser Überleben notwendig ist? Wenn der Mensch alt und krank ist, wird er dann geschlachtet? Dann geht er in ein Hospiz und stirbt dort würdevoll, hoffentlich, oder in der Familie. Wenn eine Kuh alt und krank ist, dann muss man damit irgendwas tun. Und wir haben sie dann einfach zum Schlachten verkauft. Also womit glaubst du, rechtfertigen wir, dass wir Tiere töten, wenn wir es nicht müssen? Wir rechtfertigen das aufgrund unserer Überlegenheit, die wir eigentlich gar nicht haben, die wir durch Technologie haben, mit der wir das eben schaffen können, dass wir gegen Tiere ankämpfen können, Tiere töten können, die wir eigentlich so mit bloßen Händen niemals erlegen würden. Das heißt, dieser technische Fortschritt, diese Intelligenz, die wir haben, die uns quasi darüber stellt, aber eigentlich sind wir, wenn ich einem wilden Löwen begegnen würde, ich wäre tot. Das heißt, du siehst keinen moralischen Unterschied, ob wir jetzt einen Mensch grundlos töten oder ein Tier grundlos töten? Geht ja schon sehr deep. Eigentlich, also es ist natürlich irgendwo tragischer, weil man mit dem Menschen viel stärker emotional gebunden ist, weil du viel mehr Empathie zu einem anderen Menschen aufbringen kannst als zu einem Tier. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch diese moralische These, dass der Mensch wertvoller ist als ein Tier. Okay. Aber ist es logisch konsequent zu sagen, okay, ist es schlimm, wenn das bei dem einen passiert und bei dem anderen nicht? Das ist nicht logisch konsequent. Wir sind ja auch Tiere im Prinzip. Und wir haben auch nicht mehr Rechte und nicht weniger Rechte als ein Tier. Nur das Einzige, was uns unterscheidet, ist halt diese Intelligenz und dieses Empathiebewusstsein, dass wir als Gesellschaft viel mehr untereinander, natürlich die eigene Rasse ist, die am Leben erhalten werden soll. Und daher kommt das, denke ich. Okay. Das heißt, Sie sind eigentlich gegen unnötiges Leid? wäre ich für unnötiges Leid. Genau, und das ist das, was die Veganer wollen. Veganismus ist quasi die Bewegung, Schaden, also bewussten und unnötigen Schaden, so weit wie möglich und umsetzbar zu vermeiden. Die Frage ist also, warum sollten wir dann Fleisch konsumieren, wenn es A, tatsächlich ungesünder ist, Cholesterin, gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, tierisches Protein, Sie wissen das wahrscheinlich, ne? Herzleiden, Osteoporose, Krebs, das kommt alles durch Fleisch, das kommt nicht durch Pflanzen. Ne? Und wenn es gleichzeitig den Planeten zerstört und wenn es gleichzeitig das Leid von, festhalten, 150 Milliarden Tieren pro Jahr fordert, warum sollten wir das unterstützen? Ja, das ist eine gute Frage und dann wünsche ich mir dann doch wieder, dass alle Menschen auf der Welt so denken würden wie die Veganer, denn dann hätten wir keinen Krieg und dann hätten wir kein Leid. Aber absolut. Hätten Sie denn Interesse daran, sich damit ein bisschen intensiver zu befassen? Nee. Nee? Nein. Warum nicht?
Nee, ich habe momentan andere Dinge zu tun und ich glaube nicht, dass ich da der richtige Mensch dafür wäre. Die Entscheidung, das ist einfach nur ein Klick im Kopf, den man machen muss. Okay. Ja. Aber in diese Richtung möchtest du gehen? Ja, ich finde das unglaublich spannend und ich will mal selber ausprobieren, welche Effekte das auf einen hat. Und das ist aber gesundheitlich motiviert, das hat jetzt keine ethischen Gründe, du siehst jetzt nicht die Szene und sagst, das will ich nicht unterstützen? Nicht primär. Also natürlich, es hat einen geilen Nebeneffekt damit. Natürlich mache ich das primär aus einem gesundheitlichen Aspekt. Wenn ich damit auch noch Gutes in der Welt tun kann, dann ist das ja umso geiler. Okay. Würdest du es denn jetzt auch machen, wenn du gesundheitlich genau den gleichen Effekt danach hättest? Also wenn sich nichts ändern würde? Ja, wenn sich nichts ändern würde, dann können wir ja auch auf zweite Aspekte zurückgreifen. Ich meine, wenn ich die Entscheidung habe und beides gleichwertig gut ist, dann kann ich ja immer noch das nehmen, was dann auch Sekundärziel geeigneter ist. Ethischer korrekt ist? Zum Beispiel, ja. Was denkst du über Milch und Eier? Über Milch und Eier ist ganz genau das Gleiche, aber ich esse keine Eier, also nur einen Kuchen verbacken, aber selber eigentlich auch nicht. Ich backe auch keinen Kuchen, wenn irgendjemand den gebacken hat. Und Milch ist halt in Müsli mit drin, ja. Milch ist auch, glaube ich, schon mal ein bisschen was anderes. Erklär mir. Ja, Milch, ich denke mal, da wird das Tier nicht so gequält, wenn die Kuh jetzt gemolken wird. Also ich glaube es jetzt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Kuh sich da gequält fühlt. Was denkst du, was passiert mit männlichen Kälbern? Ja, okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, was sagst du dazu, wenn du jetzt weißt, dass du in den Supermarkt gehst und dann kaufst du dir da einen Liter Milch und denkst, oh scheiße, was da alles drinsteckt eigentlich? Ich denke mir eigentlich gar nichts, aber was ich mir jetzt denken werde, weiß ich noch nicht. Okay, pass mal auf. Wenn du jetzt alle Nährstoffe aus pflanzlichen Quellen bekommen würdest, die du auch aus tierischen Quellen bekämst, und gleichzeitig jeden Geschmack, den du kennst, auch aus pflanzlichen Quellen bekommen könntest, wenn es Produkte dafür gäbe, und ich würde dich darüber jetzt quasi informieren, würdest du darüber nachdenken, ja, vegan zu leben? Direkt. Ja, ist ja normale Durchschnittsbürger, würde ich sagen. Und es ist halt erschreckend, dass wir in so einer Blase leben und nicht wissen, was drumherum passiert und in unserer eigenen Luxuswelt leben und nichts davon mitbekommen.